Hallo, herzlich willkommen. Wir reden heute über die Verkehrslage in Deutschland. Viele sagen, die Bahn kommt immer unpünktlich. Es ist mehr ein Stehen im Straßenverkehr als ein Weiterkommen mit dem Auto. Und die Flugpreise sind viel zu niedrig, als würde man mit dem elektrischen betriebenen Zug fahren. Was hältst du eigentlich von der Verkehrslage in Deutland? Nežinau, ką jūs čia kalbate apie vokietiją, tačiau norėčiau pasakyti, kad Lietuvoje puikiai vystosi žemės ūkis. Gal pakalbėkime apie, tarkim, karves? Jos yra labai puikūs gyvuliai. Iš jų gauname didelę naudą, dėl to, kad jos duoda ir pieną, ir mėsą. Tačiau jas prižiūrėti yra gana sunku, dėl to, kad reikia melžti du kartus per dieną, girdyti tris kartus ir kiekvieną kartą reikia keisti ganyklas, dėl to, kad jom reikia kiekvieną kartą šviežios žolės. Ką jūs apie tai manote? Ja, die Autobahnen sind ja fast nur. Erstmal von dem Austausch erfahren habe, war ich eigentlich ganz gespannt und habe mich auch darauf gefreut, weil ich sowas eigentlich ganz gerne mache und auch gern wegfahre und mich auch so ein bisschen so für die Kultur interessiert habe. Lietuvoje prieš pat stovyklą buvo daug nerimo, labai jaudinomės dėl to, kad pirma taip kelionė, kad su kitos šalies žmonėmis tikėjomės iš tikrųjų, kad labai jausis tas toks skirtumas, kad lietuviai vokiečiai. Nesitikėjom, kad jie bus tokie draugiški ir buvo be galo gera, kai susipažinom, nes visi vieni kitus labai draugiškai priėmė, nesijautė nei per žaidimus, nei šiaip per visas veiklas, kad būtų atskirai lietuviai ar vokiečiai ir tiesiog labai žiauriai gerai sutarėm. Also ich war auch ziemlich aufgeregt und ja, wie das mit den Sprachen halt ist, weil sie sprechen Litauisch und wir Deutsch und Englisch ist auch nicht so meine Stärke. Deutsch-Litauisch ist ja auch nicht so einfach, weil wir Deutschen konnten kein Litauisch, die Litauer kein Deutsch. Und ja, wir haben es halt auf Englisch versucht, aber das war auch immer alles so ein bisschen schwierig. Aber unsere Hände und unsere Füße haben uns dabei geholfen und auch später diese Barriere zu überstehen, dass wir halt uns nicht aneinander rantrauen. Dadurch haben uns halt die Spiele und die Tänze geholfen, die halt die Litauer uns gezeigt haben. Ja, bevor wir zum Jugendaustausch gefahren sind nach Litauen, war ich schon sehr aufgeregt, ob das alles so wird, wie ich mir das vorstelle und ob wir uns mit denen verstehen. Aber ich habe mich auch sehr darauf gefreut. Prieš atvažiuojant į stovyklą buvo labai baisu, kadangi vėlavau šiek tiek. Galvojau, kad nepritapsiu prie grupės, kad jau kiti bus susibendravę, tačiau viskas buvo gerai, linksma, smagu, išgyvenom kažkiek laiko sykiu. Und wir haben auch viel getanzt. Ja, es haben die Litauer uns einen Tanz gezeigt, und den haben wir dann halt nachgetanzt. Also versucht. Und es hat halt auch geholfen, uns so untereinander zu verständigen, weil man beim Tanzen ja halt keine Sprache braucht. Oh,
auf deutschen Straßen. Es sollten mehr Züge geben, dass die Menschen mehr öffentlichen Nahverkehr nehmen als das Auto. Aš manau, kad karvės yra tikrai pavojingi gyvūnai dėl to, kad jos turi ragus ir jos gali sužeisti, ypač kanopomis, jeigu pasibaidys. Tačiau, ką jūs apie tai dabar sakysite? Ja, die Flugpreise, die sind viel zu niedrig. Da hast du schon recht, aber die müssen... kurias vieni nešio ant rankų užsirišę, kiti ant kaklo ar dar kur nors. Ir mes taip iškart pamatydom, kad tai mūsų grupės narys, nu, ne kad vokietis ar lietuvis, bet mūsų grupės narys. Draugas. Und das Thema war halt auch die ganze Zeit Kreativität ohne Grenzen. Und das steht hier. Dar jums nėra va, pas tas sezonas, kada juos galima rinkti, bet mėlynų jau randame visur, ir Lietuvoje, ir Vokietijoje. Nors jos dabar labai brangios, bet vis dėlto labai skanios. Ką jūs šiuo klausimu pasakytumėte? Also mir persönlich ist lieber das salzige, selbstgemachte Popcorn lieber. Es schmeckt, es ist nicht so süß wie das gekaufte. Das ist immer so verklebt, verklumpt und es ist einfach nur eklig. Und naja, im Kino, das ist ja ganz schön teuer. Da ist es das Hausgemachte selber, was man selber bestimmen kann, ob es zuckrig wird oder halb salzig. Kann man sich selber entscheiden. Genauso wie die Leute sich über Eier scheiden. Hartgekochte Eier, Rührei, Spiegelei. Was hältst du eigentlich davon, Rührei oder hartgekochte Eier? Sutinku su jumis, tačiau norėčiau pasakyti, kad grybus rinkti gali ne visi žmonės, nes daugelis jų net nepažįsta. Todėl jis savo grybų krepšelį gali prisirinkti nuodingų grybų. O kaip žinote, valgant nuodingus grybus galima labai stipriai apsinuodyti ar netgi mirti. Dabar mums tos karelis tiesiog prisiminimas, tiesiog tai, kad mes labai gerai leidom laiką ir tiesiog kaip draugiškumo simbolis dėl to, kad
Ir vokiečiai, ir lietuviai jas nešiojo ir nesijautė, kad jie yra kitokie. Maistas. Su maistu buvo šiaip tikrai buvo problemų, dėl to, kad vokiečiai visai neseniai pasakė, kad jiems sriuba yra atskiras maistas. O mum pas mus įprasta, kad visą laiką būna kartu patikiama ir sriuba. Dėl to jie labai įtariai tai žiūrėjo ir nu, mes irgi juos taip gana keistai žiūrėjom vien dėl to, kad mum tai įprasta, o jiems tai tikrai nebuvo įprasta. Dar duonelį su kmynais jiem labai nepatiko, nes jie jų tiesiog nemėgsta. Tai buvo labai keista. Also könnte man das auch bezeichnen. Ja, also da ist eigentlich überall Kümmel dran. Also mich wundert es eigentlich, dass im Salzstreuer nicht auch Kümmel drin ist, dass der nicht verklumpt oder sowas. Aber ja, ist eben am Brot Kümmel, in der Suppe. In den Salaten, also wirklich überall Kümmel dabei. Also für Leute, die kein Kümmel mögen, so wie ich, für die war es echt teilweise schwierig, aber es war eigentlich schon in Ordnung. Das Essen hat trotzdem geschmeckt. Also weil das Essen war, hat sich so gelohnt, dass man eben ringsrum essen konnte um Kümmel. Taip, teko ragaut, bet tai buvo daugiau guminukai, saldumynai, toks maistas, kurį mes daug rečiau valgom ir tiesiog mum tai skanėstas, nes mes tuo mėgomės gana retai. Freundschaften haben sich schon entwickelt, denke ich, also sowohl unter den Deutschen und Litauern als auch an sich in den Gruppen, also bei den Deutschen und bei den Litauern. Und ja, wir sind eigentlich in dem ganzen Jahr immer in Kontakt geblieben über Facebook. Wir haben da halt eine Gruppe gegründet und da haben wir dann immer Kommentare reingeschrieben und so. Ja, so sind wir halt in Kontakt geblieben. Ja, und ich denke, also auch der Abschied ist nicht ganz so schwer gefallen, weil eben man wusste ja, dass es nächstes Jahr weitergeht hier in Deutschland. Und also war das mehr oder weniger nur ein Abschied auf Zeit. Also nicht ganz so schlimm. Das, wenn man jetzt sagen muss, so, und jetzt war es das, man kommt nie wieder, sondern man wusste eben, ja, es war jetzt eine Weile Ruhe, aber die kommen eben nächstes Jahr wieder und dann können wir denen mal zeigen, was bei uns zu Hause los ist. Und so war auch ein Stück weit Vorfreude mit bei. Ja, dadurch ist der Abschied dieses Jahr ja etwas schwieriger, weil wir halt nicht wissen, ob dieses Projekt halt fortgeführt wird und wir halt nicht wissen, ob wir uns alle jemals wiedersehen im Rahmen dieses Projektes. Und das wäre schon ziemlich schade. Galbūt trys žodžiai, kuriais galėčiau apibūdinti stovyklą, tai tiesiog draugiškumas, bendravimas ir puiki nuotaika. Labana, gute Nacht oder labas rytas, morgen. So Standardsachen wie bitteschön, dankeschön. Genau. So kleine Sachen, aber großartig haben wir uns, glaube ich, nicht gemerkt, weil wenn man das mal 10 Tage ein paar Wörter gesprochen hat und so dann ein Jahr mal... zwei Lieder höchstens so. Ja, genau, diese Ohrwürmer von Liedern, das kann man sich noch merken, aber so spezielle Worte oder so, nee. Also ich glaube, da haben die Litauer eher mehr deutsche Wörter mitgenommen als wir litauische Wörter. Ja. Dankeschön. Yeah.